Nintendo Camelot. Camelot präsentiert Golden Sun Buch 2. Die vergessene Epoche. So, Leute, und willkommen zu einem neuen Projekt. Von einigen vielleicht erwartet, sehnsüchtig oder gar nicht erwartet, aber jetzt kommt es. Golden Sun, der zweite Teil für den Game Boy Advance. Erschienen in, schaut in die Videobeschreibung, hier unten steht's. Ach, da steht's ja 2003. Ich bin ein bisschen blind, naja. Ich würde mal sagen, wir beginnen ein neues Spiel und nicht fortsetzen, wir machen ein neues Spiel. Ja, wie heißen. Felix? Ja, wir möchten die Daten übertragen. Wir nehmen es mit dem Passwort. Und ich würde mal sagen, ich habe ein Goldpasswort, also würde ich mal sagen, ich mache einen kurzen Schnitt. Und oh, die Musik ist so geil. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir es. Hat ungefähr 10 oder 20 Minuten gedauert. Ich habe nicht mitgezählt. Ungefähr dreimal habe ich einen falschen Buchstaben angegeben. Kleine Großschreibung ist halt relevant. Und naja, jetzt geht's los. Isaac, du darfst seinen Namen behalten. Und hier ist unser alter Status, ja, so haben wir, glaube ich, Golden Sun beendet. Oh, ich war ziemlich hoch eigentlich. Normalerweise beendet das Spiel immer mit Level 27. Tja, ich war ein fleißiges Bienchen. Ja, das stimmt alles. Ende. Gut. Äonen ist es her, so berichten die Legenden. Da wurde die Welt Wayward von einer Macht, genannt Alchemie, beherrscht. Muss ich klicken? Ich muss klicken, okay. Durch Alchemie verwandelten sich die Grundpfeiler der Menschheit zu einer blühenden Zivilisation wie Blei zu Gold. Geiler Vergleich. Doch mit der Zeit gebaren die Träume der Menschen unsägliche Zwistigkeiten. Es waren Träume von endlosen Reichtümern, ewigem Leben und Herrschaft über die Welt, von Eroberung und Krieg. Jene Träume hätten die Welt in Stücke gerissen, hätten nicht mutige und weise Krieger die Alchemie tief im Heiligtum von Sol auf dem Alevberg versiegelt. Prolog, Buch 1. Viele Jahre hütet die Stadt viele diese Viele Jahre hütet die Stadt Whale dieses Geheimnis, bis Isaac und Jenna, deren Eltern 3 Jahre zuvor während eines Sturmes ihre Leben ließen, die Ruhe des Heiligtums störten. Saturos und Menadi vom Mars-Clan folgten ihnen ins Heiligtum. Mit ihnen kam auch Jennas Bruder, Felix, der seit dem großen Sturm als vermisst galt. Saturos und Menadi stahlen die Elementarsterne, welche das Siegel auf der Macht Alchemie brechen können. Sie entführten Jenna und den gelehrten Crane, der eigentlich ziemlich nebensächlich ist, aber egal. Benutzt man die 4 Sterne, um das Feuer in den Leuchttürmen der Elemente zu entfachen, wäre besagtes Siegel gebrochen und ich kann nicht mehr lesen, ey Scheiße. Entschuldigung. Isaac und Garrett zogen aus, um Saturos aufzuhalten, ihre Freunde zu befreien und die Elementarsterne wieder ins Heiligtum von Sol zurückzubringen. Sie verbünden sich mit einem jungen Winterdeppen namens Ivan und verfolgten Saturos und Minadi bis nach Emil, einer winterlichen Stadt nahe des Merkurleuchtturms. Dort trafen sie auf die Wächterin des Turmes, eine Wasseradeptin namens Mia. Mit ihr zusammen verfolgten sie Saturos bis an die Spitze des Merkurleuchtturms. Doch Isaac kam zu spät, Saturos entzündete das Feuer und konnte entkommen. Isaac jagte ihn durch ganz Angara, bis er nicht sah, Gestade des Meeres von Karagol. An Bord eines Schiffes überquerte Isaac die Karagol nach Tolbi. Dort traf er auf den Herrscher der Stadt, einen merkwürdigen Namen namens Babi. Wer so einen Namen hat, ist auch merkwürdig. Er ließ Isaac an Kolosso teilnehmen, um seine Kraft auf die Probe zu stellen. Isaacs Psynergie verhalf ihm zum Sieg und er gewann Babis Vertrauen. Babi enthüllte ihm ein großes Geheimnis. Dank eines mystischen Trankes aus dem vergessenen Land Lemuria weilt Babi schon seit 150 Jahren auf dieser Welt.
Er bot Isaac seine Hilfe an, der tief ins Land Gondoran vordrang. In der Stadt Lalivero erfuhr Isaac, dass Satoros und Minari ein Mädchen namens Cosma entführt hatten, deren Hilfe sie im Leuchtturm benötigten. Isaac bekämpfte und besiegte sie auf der Spitze des Leuchtturms, doch wiederum war es zu spät. Das Feuer war bereits entfacht. Punkt, Punkt, Punkt. Cosma wurde ins Meer geschleudert, Felix sprang ihr nach, um sie zu retten, doch beide wurden vom blutenden Meer verschlungen. Jenna suchte nach ihnen, jedoch vergebens. Isaac kehrte nach Lalivero zurück, wo Barbie ihn bat, Lemuria und die verbleibenden Leuchttürme zu finden. Er beließ ihm ein Schiff, um die Suche nach dem vergessenen Land zu beginnen. Dieses Kapitel unserer Geschichte beginnt mit Jenna, kurz bevor das Leuchtfeuer auf dem Venus-Leuchtturm entzündet wird. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, na endlich. Ja, kurz zusammengefasst, der erste Teil. Hätte ich gar nicht spielen müssen, die 70 Parts, glaube ich, haben wir in 5 Minuten zusammengekriegt, ne? Lustig. Naja, was spielen wir hier eigentlich? Jetzt kommt's. Wir spielen, was präsentiert wird von Camelot. Wir spielen, steht nicht in den Titel, Golden Sun Buch 2 oder auch Golden Sun, die vergessene Epoche genannt. Der erste hat überhaupt einen Titel, ich glaube das gebrochene Siegel oder Broken Seal, irgend sowas. Vergessene Epoche. Bam, bam, bam. So. Ein Meilenstein in der RPG-Geschichte in meinen Augen. Und es beginnt gleich mit der geilsten Musik aus dem ersten Teil. Und mit 100 schon meine Stimmbänder erwähnt, will in diesem Let's Play werden so viele Stimmen vorkommen. Und ich versuche jedem eine individuelle Stimme zu geben. Also, eventuell kackt man meine Stimme ab. Das verzeiht mir bitte, weil, naja, ich bin nicht so das Stimmentalent. Ist das auch in Ordnung, dass wir einfach so gehen? Moment, ich muss bei Virginia eine individuelle Stimme haben. Sobald wir diese Stufen hier abgestiegen sind, kommen wir nicht wieder in den Leuchtturm hinein. Vielleicht hätte ich meinen Bruder aufhalten sollen. Jenna, kümmert dich etwas? Ich habe nur... Was ist? Es stimmt nicht. Ich habe ein schlimmes Gefühl, so als ob etwas Schreckliches passieren wird. Das sieht dir gar nicht ähnlich, Jenna. Überrascht mich zu sehen. Alex, hast du uns belauscht? Wo ist Felix? Warum ist er nicht bei euch? Mein Bruder, er hat uns verlassen. Was denkt sich Felix eigentlich? Er war in Sorge wegen Cosma. Er ging zurück, um nach dir zu sehen. Hätte euch eigentlich den Weg nach draußen zeigen sollen. Ich dachte, ihr wärt schon weit entfernt von diesem Leuchtturm. Warum seid ihr noch immer hier? Wir haben versucht, Felix davon abzuhalten, wieder auf die Spitze des Leuchtturms zurückzukehren. Das ist typisch für ihn. Hatte Felix jetzt einen Weg gefasst, würde seine Meinung nur äußerst selten ändern. Alex, was meinst du damit? Was wolltest du ausdrücken, als du gesagt hast, das sieht dir gar nicht ähnlich? Ich war nur überrascht und wurde der Sorge, aus deinem Mund zu hören, Jenna. Ich bin dennoch sehr beeindruckt, dass Felix wieder zurückgegangen ist. Merkst du nicht das Thema, Alex? Was meintest du? Das ist überhaupt nicht sehr rücksichtslos. Wenn es das jetzt für dein Ohr genommen hat, dann muss ich die falschen Worte gewählt haben. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Nun, Jenna, ich denke, Alex hat seinen Kommentar zu diesem Thema abgegeben. Da bin ich mir noch nicht so sicher, Crayden. Was bildet dir eigentlich ein, so mit mir zu sprechen? Ich ziehe meine Aussage zurück, meine Liebe. Vergiss es einfach, Jenna. Erzähl mir von diesem Gefühl, Jenna. Es ist nur, ich bin mir nicht sicher, dass wir den Leuchtturm jetzt verlassen sollten. Was sagst du da? Du kannst unmöglich hier verweilen. Alex hat recht, es ist viel zu gefährlich, Jenna. Würden die anderen nur behindern. Die anderen? Ist Isaac uns in den Leuchtturm gefolgt? Es scheint wohl so. Er versucht sicher mal Satoros Melania aufzuhalten. Wenn Bruder zurückgeht und auf Isaac trifft, werden sie sicher kämpfen.
Wurde der Venus-Leuchtturm durch den Zündet lautet die Antwort, ja, sie werden kämpfen. Felix ist ein furchtbar unbesonderer junger Mann, nicht wahr? Warum sind Jungs nur solche Idioten? Er mag zwar unbesonnen sein, ein Idiot ist Felix aber sicher nicht. Seine guten Eigenschaften überwiegen seine nicht ganz so guten. Deswegen glaube ich auch, dass Isaac uns verstehen würde, wenn wir mit ihm sprechen könnten. Warum habe ich nicht gleich darauf vertraut? Bitte, wollen wir nicht zurückkehren und mit Isaac sprechen? Ich fürchte, das ist leider nicht möglich. Alex, warum? Er ist unser Feind. Isaac? Unser Feind? Unser Vorgehen mag von unterschiedlicher Natur sein, aber letztendlich verfolgen wir das gleiche Ziel. Die Leuchttürme der Elemente erwachen. Isaac und seine Freunde wollen dies verhindern. Oh, und das macht sie zu unseren Feinden? Keine Sorge, niemals wird es ihnen gelingen, Saturnus Menade zu besiegen. Sei dir da mal nicht so sicher, du Kleiner. Felix ist dann wieder zurück zur Spitze des Leuchtturms zurückgekehrt? Warum machst du so einen zufriedenen Eindruck, Alex? Warum nicht? Immerhin wird das Leuchtfeuer sein Licht bald wieder entstrahlen lassen. Alex, warum ist es so wichtig, dass das Leuchtfeuer wieder entfacht wird? Oh, nun ist es also an mir, eine Antwort beizusteuern. Also war die Alchemie in dieser Welt etwas ganz Alltägliches. Mit ihrer Kraft erschuf die Menschheit wahre Wunder auf dem Antlitz der Welt. Das verlorene Zeitalter der Menschheit. Ich will dieser Welt wieder erstarken sehen und... Und was, Alex? Genug der Wort. Lass uns dieses Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen. Wir sollten den Leuchtturm verlassen, bevor das Feuer entzündet wird. Dem pflichtig bei, gehen wir zum vereinbarten Treffpunkt und warten wir auf Felix. Und ich kann Traden nicht mehr sprechen, ich weiß. Einverstanden, Traden. Lass uns gehen. Yeah, wir feuern Jenna. Yeah. Gehen wir aber erstmal. Erstmal. Blitz. So, endlich können wir steuern. Wir sind Jenna. Wir sind ein rothaariges kleines Mädchen, das 17 Jahre alt ist. Wuhu! Ich glaube, da haben wir nichts zu suchen, also gehen wir mal hier lang. So, hier ist, glaube ich, eine Truhe da unten und die will ich holen. Denn da ist, glaube ich, ein Heilkraut da drin. Sag mir bitte. Die Truhe stand bereits offen, aber offensichtlich ist es noch immer ein Gegenstand drin. Heilkraut. Awesome! Heilkraut erhalten. Geil! Ich will nicht mal rein. Mann. Da-dam. Ja, das wird ein langes Let's Play. Ich rechne mit 90 bis 100 Parts. Vielleicht sogar 110 Parts. Ich weiß nicht. Mal schauen. Tra-la-la-la-la-la. Raus aus dem Venus-Leuchtturm. La-la-la-la. Oh, Vögel. Wow, Vögel. Yeah. Oh, die Vögel gehen weg. Ich mache jetzt mal hier einen Schnitt und... Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Golden Sun, die vergessene Epoche. Bis dahin, cheerio!